Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Heute die Beantwortung einer Zuschauerfrage, die, glaube ich, vor vielen, vielen Jahren schon mal dran war. Hallo. Vorab muss ich sagen, dass die Koi durch euer Futter ordentlich zugelegt haben. Ein bestimmter Koi Butschi muss eigentlich einen neuen Namen haben, er hat sich verdreifacht. Ich bin auf die nächste Messung gespannt. Zu meiner Frage, es wird immer wieder gesagt, dass eine Teichheizung, die an die Hausheizung angeschlossen ist, die beste und kostengünstigste Möglichkeit ist, seinen Teich zu heizen. Ich hatte einen Heizungsbauer hier und habe ihm mein Vorhaben geschildert. Er sagt, dass die Hausheizung dann nur für den Teich laufen würde, und um ihn auf Temperatur zu bringen. Wie machen das andere Teichbesitzer? Was machen Sie anders? Gruß, Matthias. Ja, das ist immer die Frage. Also wer natürlich auf neue regenerierbare Energien setzt und sagen wir mal eine Wärmepumpe hat fürs Haus, da kann es durchaus sein, dass es die günstigste Möglichkeit ist. Wer mit Gas heizt zu Hause, glaube ich, ist es momentan nicht wirklich die günstigste Möglichkeit. Und es ist vor allem sehr volatil. Wir wissen überhaupt nicht, wie sich das Ganze entwickelt. Ich würde immer, ja, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn meine Hausheizung keine Reserven hätte, würde ich immer auf ein separates System, auf ein eigenständiges System setzen, womit ich nur den Teich heize. Und nochmal, ihr habt deutlich mehr davon, wenn ihr von Mai, Anfang Mai bis Ende September den Koi richtig geile Temperaturen bietet. Also ich sage mal, ab Anfang Mai über 20 Grad und die über 20 Grad auch bis September, Ende September. Und dann irgendwann zwischendrin, Juni, Juli, August, wenn ihr da richtig schöne hohe Temperaturen habt. Dann habt ihr im Prinzip Verhältnisse geschaffen wie in Japan. Und eure Koi sterben nicht, wenn die im Winter auf 5, 6, 7, 8 Grad abkühlen. Vielleicht bei 5, 6 Grad unten einen Schutz einbauen, dass die Temperatur nicht weiterfallen kann. Aber es ist nicht zwingend nötig, die Koi bei 10, 11, 12, 13, 14 Grad zu überwintern. Da braucht ihr übermäßig viel Energie dafür und ihr habt nicht wirklich was davon. Ja? Die Koi wachsen nicht, die Koi sind deswegen nicht wirklich gesünder. Warum auch? Wenn die gut konditioniert sind, können die genauso bei 5, 6, 7 Grad am Teichboden überwintern. Von daher würde ich mir über eine Winterheizung gar nicht so viel Gedanken machen. Ja? Eine Winterheizung ist, wie gesagt, extrem teuer. Die Sommerheizung ist heutzutage relativ günstig, weil da gibt es die wunderbaren Schwimmbad-Wärmepumpen. Die sind für höhere Temperaturen geeignet, also die haben einen sehr guten Wirkungsgrad. Wenn die Außentemperaturen mal bei 10 Grad und mehr sind, wenn die Temperaturen mal bei 0 Grad oder unter 0 Grad sind, kann man sie eigentlich vergessen, da kommt nicht mehr ganz so viel raus. Aber mit den Luftwärmepumpen kann man wirklich hervorragend den Teich kostengünstig sehr warm über den Sommer bringen, und alle, die Photovoltaik haben, können da, bevor sie es für ein paar Cent ins Netz einspeisen, können die überschüssige Energie, die da produziert werden, können sie einfach in den Teich fließen lassen. Ja, aber auch da hat letztens jemand zu mir gesagt, wow, ihm hat sein Heizungsbauer gesagt, mach keine Luftwärmepumpe, da hast du wieder Verluste und dies und das und das, sondern nimm einfach einen Heizstab und nimm die Photovoltaikenergie und führ sie direkt in den Teich. Wie der zu der Aussage kommt, weiß ich nicht, weil im Prinzip meine Luftwärmepumpe ist ja nur ein Multiplikator. Also wenn ich 20 Grad Außentemperatur habe, jetzt als einfaches Rechenbeispiel, ich habe einen COP-Wert von 16, von maximal 16 bei meiner Luftwärmepumpe, dann kann man sagen, wenn ich 1 kW überschüssig habe und bei 20 Grad wäre dann der COP-Wert vielleicht 12, dann kriege ich 12 kW Heizleistung. Ja, also das macht im Prinzip meine Photovoltaikenergie nochmal um etliches effizienter. Und das ist ein System, auf das ich heute setzen würde. Die Schwimmbadwärmepumpen kosten auch nicht die Welt. Also für die meisten Teiche bekommt man diese für um die 2.000, 3.000 Euro. Für kleine Teiche auch noch sehr viel günstiger. Irgendwo haben wir mal so eine ganz kleine schnuckliche geblockt. Wo war das? Irgendwo im Badischen. Ich weiß nicht, Marco hieß er, glaube ich. Bei Marco, genau. Der hatte das an seiner Außenhälterung. Und das ist im Prinzip das System, wo man heute sagen kann, das macht wirklich Sinn. Aber da jetzt mit Strom, mit Gas oder mit Öl einen Teich über den Winter zu heizen, halte ich für völlig Quatsch. Und wenn Sie einen neuen Teich bauen, dann kann ich Ihnen nur eins sagen, das Heizen beginnt mit der Isolation. Das wissen wir auch bei Häusern. Ja, also isolieren Sie Ihre Teichwände. Den Boden würde ich nicht isolieren. Da gab es schon X-Blocks drüber, warum nicht. Isolieren Sie den Teich gut, und wenn Sie jetzt wirklich auch im Winter heizen möchten, gucken Sie, dass Sie eine vernünftige, gut isolierende
Teichabdeckung bauen. Und das ist das, was ich empfehlen kann. Auf die Hausheizung würde ich es wirklich nicht anschließen. Da kann dann, was der Teichbauer sagt, was der Heizungsbauer sagt, auch tatsächlich passieren, dass nachher im Prinzip gar nicht genügend Energie für Haus und für Teich da ist. Und das macht dann am Ende auch gar keinen Sinn. Vielen Dank für deine Frage, Matthias. Machen Sie es gut. Bis zum nächsten Blog. Danke. Ciao.